Yo, 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 das ist Money Boy Swag. Ihr habt ja so ziemlich einstimmig entschieden, dass wir es tatsächlich abwechselnd machen. Also ich schreibe einen Part und ihr schreibt eure drei Sätze dazu. Ich habe jetzt trotzdem noch einen mit reingevotet, weil ihr trotzdem noch tolle Kommentare geschrieben habt. Es war ein knappes Rennen, aber beginnen wir doch einfach mal mit dem Rückblick. Was bisher geschah? Die fünf Deppen von NOSTERHAFO-TV sind bei der Gamescom 2014 und urplötzlich fällt ein türkises Klavier aus dem Himmel und erschlägt Daniel. Aus diesem Klavier entspringt jemand. Anna hingegen sah als Einzige, was aus dem ulkigen Klavier, das bereits für einen schmerzhaften, aber schnellen Tod an diesem Nachmittag verantwortlich war, herausstieg. Und zwar war es niemand Geringeres als Sanji, der Freeman Boy. Der Anführer der wohl coolsten Gang auf YouTube hatte nach Jahren des Spotts und Gelächters durch die Übertrumpfung ihrer Pranks genug und verübte sein lang geplantes Attentat an dem wohl mit Abstand toughesten Mitglied von Nosferatu. Als plötzlich vor dem Dach der Messehalle ein lautes »Ey, Digga, Digga!« ertönte und Sanji begeistert von sich selbst seinen Mund zu einem Duckface formte und dabei wie ein Fünfjähriger klatschte, schauten die verbliebenen Mitglieder auf das Dach der Messehalle. Da Robin noch mit Kalles Glied und Herodes Gesicht beschäftigt war, sagte Anna zu Sanji: Holderknecht der Postmoderne, verrate mir, wie du so schnell vermochtest, aus dem türkis-zyanfarbenen Klaviere auf das Dach der Kölnmesse zu gelangen. Sichtlich irritiert von der Aneinanderreihung mehrerer Worte mit mehr als zwei Silben, entging es dem kühnen Recken mit Migrationshintergrund, wie unter ihm der mit dem riesigen Geschlechtsorgan galant die vierte Wand brach, indem er sich energisch darüber ausließ, dass es Spider-Mike alias Olaf durch das Voting nicht vergönnt war, Zooey Deschanel in die Geschichte zu integrieren. Sehr schnell jedoch wurde er aus seinen Gedanken gerissen, als der allmächtige Prinz Sanji seine nun folgende krasseste, heftigste, diggerichteste, härteste Aktion ever ankündigte. Ein. Und jetzt seid ihr.